In der Reihe der Moderation in Linie besuche ich heute die Katharina Delena von Das andere Theater. Also, ich bin die Katharina Delena und ich bin jetzt seit mittlerweile 3 Jahren bei Das andere Theater. Wir sind die Interessensgemeinschaft für die freien Theater, von denen es sehr viele in Graz gibt. Und wir sind hier im Probenhaus. Es wurde vor einem Jahr umgebaut und ist jetzt total schön, wie ihr sehen könnt. Was ist das andere Theater? Das andere Theater ist die Interessensgemeinschaft der freien Theater. Und wir führen das Probenhaus. Wir haben einen gemeinsamen Spielplan für alle Theater und haben einige Serviceleistungen. Zum Beispiel kann man bei uns das DTZ als Spielort mieten, wenn man bei uns Mitglied ist. Sehr günstig. Und Beratung. Beratung in verschiedenen Bereichen? Genau, also Beratung, wie mache ich Förderansuchen oder wie schaut sozialrechtlich aus, wobei ich da viele dann nach Wien verweise, an die IG Freie Theater, das sind die Superspezialisten. Das ist der Dachverband von euch dann, oder? Das ist quasi der österreichische Verein, genau. Und praktisch, also ist es jetzt, betrifft das andere Theater, ist praktisch nur für Theatereinrichtungen oder die freie Wir Szene? Wir sind, ne, für die freien Theater und für Tanz gibt es uns und auch die IG Tanz. Wie viele Mitglieder gibt es da? Das ist schwer zu sagen, weil bei uns Theatermitglied sein können oder auch Einzelpersonen. Und wir haben ungefähr 60 Mitglieder, eine Mischung aus Theatern und Einzelpersonen. Und wenn dann die Theater auch noch Mitglieder haben, dann wächst das ganz schnell an. Also ich schätze, dass wir ungefähr sicher 200 Leute in unserem Kreis haben. Und gibt es sowas wie Aufgaben, die du jede Woche machst? Also was ist, wie schaut so dein Alltag aus? Was ist dein Service praktisch, was du immer so tust, wenn du hier bist? Also jede Woche ganz viele E-Mails beantworten, Anfragen für Proberäume. Dann haben wir einen Online-Proberaumkalender, da die Sachen freischalten. Ja, und manchmal muss ich auch Sachen herrichten, die kaputt werden da. Und dann tue ich mir weh. Oh, und wie ist es? Du schreibst auch einen Newsletter, stimmt? Genau, das andere Theater hat auch einen Newsletter für Interessentinnen, wo ungefähr einmal in der Woche die nächsten Produktionen angekündigt werden. Wie lange sitzt du in so einem Newsletter? Das kann schon 1,5 Stunden dauern, ja. Weil wir haben immer einen Newsletter auch für die Mitglieder mit kulturpolitischen Informationen und bis dann alle Newsletter draußen sind, das dauert schon. Bist du alleine hier? Ja, ich bin ganz alleine. Wächst dir nochmal die Arbeit über den Kopf? Im Moment geht's, aber ich habe schon sehr viele Überstunden vom Anfang vom Jahr. Und es ist halt manchmal schwer, wenn man alles allein entscheiden muss und sich nicht so beratschlagen kann mit jemand zweiten im Büro. Was machst du, wenn du dich alleine beratschlagen musst und aber eigentlich jemanden zweiten bräuchtest oder das gut wäre? Manchmal frage ich jemand anderen, so, die auch in dem Bereich arbeiten. Die Carola, die im DTZ arbeitet, oder die Caroline, die bei der IG Kultur arbeitet. Oder ich überlege und dann gehe ich heim und dann überlege ich beim Radlfahren heim und dann überlege ich daheim und dann irgendwann ist es, wenn man genug überlegt hat, dann weiß man, dann hat man so ein Bauchgefühl, was dann passt. Macht es dir Spaß? Ja, meistens. Also du gehst eigentlich mit einem guten Gefühl in die Arbeit, ja, und wieder nach Hause. Wie viele Stunden arbeitest du? Ich arbeite 27 Stunden in der Woche und habe fixe Öffnungszeiten von 10 bis 14 Uhr. Davor mache ich Bankgeschäfte und so und meistens bleibe ich länger. Und kommen hier viele Leute rein so tagsüber? Es ist ganz unterschiedlich. Also manchmal gibt es Phasen, da wird voll viel geprobt und da ist ständig jemand da. Und manchmal ist es ruhig, so wie jetzt gerade. Kann jeder den Proberaum mieten? Jeder, der Theater macht oder Tanz oder Impro-Theater oder solche Sachen. Sonst niemand? Genau, also für Musik und so geht's nicht, weil das geht einfach nicht, weil man sich gegenseitig stören wird. Das ist nicht schallisoliert genügend. Okay. Genau, und die Stadt Graz stellt das Haus eben für Theaterproben und Tanzproben zur Verfügung. Wenn Platz ist, können außertourlich schon einmal andere Sachen stattfinden. Noch eine Frage habe ich, und zwar, wie finanziert sich das andere Theater?
Das andere Theater kriegt Förderungen von der Stadt Graz und vom Land. Und Mitgliedsbeiträge? Ja, Mitgliedsbeiträge, Druckkostenbeiträge fürs Plakat und Miteinnahmen aus unserem Technikpool. Ja. Das heißt, einen Technikpool habt ihr auch? Wir haben einen Technikpool. Da gibt es vor allem eben Bühnentechnik, das heißt Scheinwerfer, Lichtpulte, die ganzen Kabel, die man braucht und Tontechnik. Und das kann man sich bei uns ausbauen, ganz günstig. Cool, wieso sagen wir eigentlich immer ihr? Das bist ja nur du. Nein, es gibt, also im Büro gibt es nur mich, aber es gibt einen Vorstand, das ist der Ed Hauswirt, die Christina Lederhaus, der Klaus Seewald und die Elisabeth Nussholt. Und was machen die? Die treffen sie mit mir, wenn sie Zeit finden, und dann beratschlagen wir, was das andere Theater als nächstes angeht. Und wie oft ist das circa? Also, dass wir alle zusammenfinden, das kommt nur viermal im Jahr vor oder so, weil es wirklich schwierig ist. Und ist das dann hier oder verschieden? Letztes Mal waren wir im Theater im Bahnhof, weil es dort möglich ist. Und du schaust dir viele Theaterstücke auch selber an? Wie oft liest du ins Theater? Die Woche war erst einmal, was voll wenig ist, aber ich gehe heute und ich gehe morgen, ist erst dreimal. Und vor 2 Wochen, da war ich 6-mal. Ich möchte von dir jetzt noch was wissen, was eigentlich gar nichts mit dem anderen Theater zu tun hat. Und zwar, wie definierst du für dich den Begriff Faulheit? Also, ich finde, dass Faulheit voll schlecht gesehen wird. Und dass man immer rumrennen muss und erzählen muss, dass man so wenig Zeit hat und so einen Stress hat und so viel tut und so fleißig ist. Und wenn man das nicht kann, dann fühlt man sich schlecht. Und ich finde das total schade, weil ich glaube, dass auch viel entstehen wird, wenn wir einfach mal bewusst faul werden. Ja, Katharina, vielen Dank für deine Zeit. Vorstellen. Und das ist vielleicht besser, Moment. Das ist sehr gut. Ja, so ist es viel besser. Okay. Weißt du, weil du nämlich dann. Habe ich kein Hashing. Sonst bist du nämlich hinfallen. Sehr gut. Leider habe ich es im letzten Video nicht drinnen, deswegen, weil die haben natürlich. Also, es ist schwierig bei gerade erstens einmal der freien Wirtschaft, das in so ein Video reinzunehmen, weil das, sie Angst haben, das sehen auch Kunden an und die glauben dann, oh Gott, die tun so, als wären sie nicht faul.